Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video-Tutorial zum USM-RC2 Soundmodul von Beyer. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das Soundmodul an Akkuempfänger und Fahrtenregler anschließt. Zunächst zeige ich euch, was sich alles im Lieferumfang des Soundmoduls befindet. Da haben wir einmal den Sicherungshalter, den ihr unbedingt verwenden solltet, dann die zwei Lautsprecherkabel, und zwei Servo-Patch-Kabel zum Anschluss der Proportionalkanäle. Und natürlich das Soundmodul. Den SD-Kartenadapter, den man benötigt, um die Micro-SD-Karte in einem normalen SD-Kartenleser einzustecken. An dem Flachbandkabel können Ausgänge angeschlossen werden, aber wir lassen das jetzt zunächst mal weg. Die Micro-SD-Karte befindet sich bereits im Soundmodul und ist auch bereits mit einem Projekt bespielt. Zum Anschließen brauchen wir jetzt erstmal zunächst nur den Sicherungshalter, ein Servo-Patch-Kabel sowie ein Lautsprecherkabel. Unser Beispielaufbau besteht lediglich aus einem Akku, einem Fahrregler, einem Motor und Empfänger. Der Fahrregler ist am Gaskanal des Empfängers angeschlossen. Zum Einbau des Soundmoduls trennen wir zunächst den Akku, damit alles spannungsfrei ist. Dann stecken wir den Motor vom Fahrregler ab. Und werfen einmal einen Blick auf das Soundmodul, was wir alles anschließen müssen. Oben links befindet sich Plus und Minus. Dort schließen wir unseren Fahrakku an. In die Plusleitung schalten wir zusätzlich die Sicherung. Rechts oben befinden sich die Proportionalkanäle des Soundmoduls. Am Proportionalkanal 1 muss der Gaskanal angeschlossen werden. Die Klemme ist doppelt ausgeführt, damit das Signal weiter zum Fahrregler geführt werden kann. Es wird also kein Y-Kabel benötigt. Unten am Soundmodul befinden sich die beiden Lautsprecherausgänge. An jedem Ausgang kann ein Lautsprecher angeschlossen werden. Um den Fahrsound einzuschalten, kann ein Schalter zwischen die Klemme Fahrsound ein und Minus gesteckt werden. Zum Testen kann man auch eine Drahtbrücke zwischen Minus und Fahrsound ein einklemmen. Mehr ist erstmal nicht notwendig, um das Soundmodul zu testen. Als erstes stecken wir den Fahrregler aus dem Empfänger aus. Im Empfänger steckt der Fahrregler auf Kanal 2. Unser Fahrregler besitzt einen integrierten BEC, der den Empfänger mit der notwendigen Spannung versorgt. Das Soundmodul besitzt keinen BEC und kann somit den Empfänger nicht versorgen. Es wird also unbedingt ein Fahrregler mit BEC benötigt oder eine separate BEC-Schaltung. Die Kanalnummern von Empfänger und Soundmodul haben nichts miteinander zu tun. Bei den Graupner-Patch-Kabeln befindet sich das Signal auf der orangenen Leitung, Plus auf der roten Leitung und Minus auf der braunen Leitung. Bei den Robbe-Futaba-Patch-Kabeln dagegen befindet sich das Signal auf der weißen Leitung, Plus ist ebenfalls rot
und Minus ist die schwarze Leitung. Damit das Soundmodul die Stellung des Gaskanals mitbekommt, müssen wir also ein Servo-Patch-Kabel zwischen den Kanal 2 des Empfängers und dem Kanal 1, also dem Gaskanal des Soundmoduls, stecken. Damit der Fahrregler ebenfalls die Stellung des Gaskanals mitbekommt, wird er am Proportionalkanal 1 am zweiten Stecker des Soundmoduls eingesteckt. Wenn wir ein Modell mit zwei Antriebsmotoren und somit auch zwei Fahrreglern haben, wie es zum Beispiel bei einem Kettenfahrzeug der Fall ist, müssen wir den zweiten Gaskanal auch noch mit dem Soundmodul verbinden. Dazu ist der Proportionalkanal 2 des Soundmoduls zuständig. Wir müssen also noch ein zweites Servo-Patch-Kabel am richtigen Kanal des Empfängers einstecken und anschließend mit dem Proportionalkanal 2 des Soundmoduls verbinden. Der Proportionalkanal 2 des Soundmoduls ist ebenfalls doppelt ausgeführt, um dann dort auch wieder an dem zweiten Stecker den Fahrregler anzuschließen. Die Proportionalkanäle 3 und 4 des Soundmoduls sind einzeln ausgeführt und dienen zum Auslösen von Zusatzfunktionen. Solche Zusatzfunktionen sind zum Beispiel bis zu 30 Zusatzsounds, Ausgangssequenzen, Lautstärkeregelung und so weiter. Auf verschiedene Zusatzfunktionen werden wir in späteren Videos eingehen. Als nächstes müssen wir das Soundmodul mit dem Fahrakku verbinden. Dazu verwenden wir ein selbstgebautes Kabel, was auch die Sicherung enthält. Das Kabel wird auf der einen Seite direkt mit dem Akku verbunden und geht dann von dort aus weiter zum Fahrregler. Parallel dazu geht es über die Sicherung und einen Schalter dann zum Soundmodul. Die weißen Steckverbinder sind sogenannte Tamiya-Stecker und sind in zwei verschiedenen Größen, zum Beispiel bei eBay, erhältlich. Dann klemmen wir mit einem Schraubendreher das Pluskabel und das Minuskabel an den Federkraftklemmen ein. Dazu drücken wir die Verriegelung an der Klemme herunter, stecken das Kabel ein und gehen mit dem Schraubendreher wieder nach oben. Dann schließen wir den Antriebsmotor wieder am Fahrtenregler an. Zum Schluss kommt der Lautsprecher. Den stecken wir unten links am Soundmodul richtig herum in den weißen Stecker. Wenn alles fertig ist, stecken wir den Akku wieder ein. Wenn wir fertig sind, testen wir unser Modell zunächst ohne Soundmodul. Es sollte alles wie vor dem Umbau funktionieren.
Dann schalten wir das Soundmodul über den Schalter ein. Nach dem Einschalten sieht man die blaue LED kurz blinken und anschließend leuchtet die grüne LED. Da wir den Motorsound jedoch noch nicht eingeschaltet haben, sind beim Fahren keine Motorengeräusche zu hören. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Motorengeräusch zu starten. In unserem Beispiel möchten wir den Motor über einen Kippschalter starten. Bevor wir Änderungen an unserem Modell vornehmen, stecken wir zunächst den Fahrakku wieder aus. Dann schließen wir den Kippschalter am Soundmodul an. Dazu klemmen wir den einen Kontakt des Kippschalters an Minus und den anderen an die Klemme Fahrsound ein. Wenn wir fertig sind, stecken wir den Fahrakku wieder ein. Und schalten über den Schalter das Motorengeräusch an. Der Motor läuft so lange im Stand, bis wir Gas geben. Wenn wir den Schalter wieder ausschalten, wird der Motor wieder abgestellt. Wenn man das Soundmodul nicht verwenden möchte, kann man es über den Schalter wieder ausschalten. Da die Motorengeräusche sehr laut sind, möchte ich noch eine einfache Möglichkeit zeigen, wie man die Lautstärke reduzieren kann. Dazu verwende ich das zusätzlich erhältliche Lautstärke-Potty. Das Lautstärke-Potty wird etwa in der Mitte des Soundmoduls eingesteckt. Über das Lautstärke-Potty kann anschließend stufenlos die Lautstärke eingestellt werden. Damit sind wir am Ende vom zweiten Videotutorial. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen beim Anschließen des Soundmoduls und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Tschüss!